Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Wir haben den Zahnradmechanismus betätigt, die Schleuse ist geschlossen und jetzt machen wir einen Koffer ins Wasser hinein und könnten theoretisch... Ja. Kommen wieder welche? Würde mich nicht wundern, würde mich nicht wundern. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Okay, dann nicht. Das Tor ist offen. Die Frage ist nur, wenn ich da jetzt durchgehe... Ja, ob das halt so Sinn macht. Ist hier unten jetzt eigentlich noch was? Wir waren zwar hier schon, aber kann ja sein, dass es jetzt irgendwie sich verändert hat oder so. Eigentlich müsste ich auch noch mal an die Wasserstelle oben. So. Nicht hier hin. Hier waren wir eigentlich schon. Ja, okay, hier ist also tatsächlich nichts mehr. Aber auf der anderen Seite vielleicht. Ich muss jetzt mal so einen kleinen Abstecher oben noch mal machen. Ich werde mich auch beeilen. Werde mich beeilen. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass das mit der Strömung oben ja jetzt auch nicht mehr so doll ist. Und dass man da jetzt vielleicht auch eher ins Wasser kann. Ich meine, wenn sie da jetzt ins Wasser fallen würde oben, dann ist halt auch die Frage, sie kommt ja dann nicht mehr nach unten geschwemmt, wie vorher. Ach, wir probieren das einfach mal aus. Wir hatten da irgendwas geöffnet. Hallo, kannst du mal nach oben springen? Genau. So. Ich will nur mal wissen hier... Ja, super. Wenn ich jetzt hier ins Wasser gehe, was ist dann? Aha. Dann kann ich hier jetzt auch überhaupt schwimmen. Das ging nämlich vorher eigentlich nicht so. Da ist nämlich zum Beispiel noch eine Höhle. Haha. Sehr gut. Ja, schwimm mal nach oben. Wie cool. Antikes Trinkgefäß, oft für Chicha und andere alkoholische Getränke verwendet. Außerdem setzten die Inka den weit verbreiteten Kero bei religiösen Feierlichkeiten häufig als Zeremoniengefäß ein. Yeah. Und schon hat es sich gelohnt, das Ganze hier. Aber das Schwimmen, dass sie so langsam schwimmt, das finde ich ein bisschen doof. Gerade wenn es so gefährlich wird. Kann sie da auch hin? Okay, da kann ich nicht hin. Aber das war eigentlich nicht die Stelle, die ich meinte. Also es war toll, aber es ist nicht das, wo ich meinte. Vielleicht muss ich nochmal zurück. Wie komme ich denn hier eigentlich wieder hoch jetzt? Kann ich oben lang schwimmen und nicht unten? Das geht? Ach, das geht. Nee, das geht nicht. Wie komme ich dann hier wieder raus? Please, ich will wieder raus. Kann sie durch das Loch? Ist hier irgendwo anders eine Stelle? Was mache ich denn jetzt? Kann sie da durch? Kannst du hier irgendwie hoch? Ah, hier kann ich hoch. Alles klar. Dann will ich noch mal ein bisschen weiter klettern. Es gab auch eigentlich noch eine Hebelstelle. Eigentlich gab es da noch eine Hebelstelle. Und ich will jetzt wissen, wofür die war. Oder es ist das, was wir da gerade geöffnet hatten. Vielleicht war da ja auch ein vorher ein Tor. Wenn die Strömung hier zu stark ist, vielleicht geht das dann auch gar nicht, dass ich da ins Wasser kann. Naja, probieren geht über studieren. Wenn es nicht klappt, dann gehen wir ganz schnell zurück und laufen durch das Tor. Die 5 Minuten nehme ich mir einfach mal. Mhm. Wenn ich jetzt da unten ins Wasser gehe, dann werde ich doch bestimmt weggeschleudert, ne? Geh mal runter. Ja, jetzt bin ich hier, wo ich vorher war. Okay, das geht also nicht. War das die Stelle mit dem Tor? War hier mal ein Tor? Wir haben doch was geöffnet gehabt. Ich kapier's nicht. Also wenn es noch eine andere Stelle gibt, dann
dann weiß ich nicht, wie ich da jetzt wegen der Strömung gerade hinkomme. Aber immerhin haben wir ein Artefakt gefunden. Das ist ja auch schon mal super. Und gerade lange unter Wasser halten kann sie sich ja auch nicht. Aber ich finde es so toll gemacht mit dem Schwimmen hier. Also nicht die Steuerung, sondern es sieht immer so schön aus. Gut. So, da ginge es auch wieder zurück. Ja. War jetzt zwar kein eleganter Kopper, aber das ist, es funktioniert auch mal und mal irgendwie nicht. Also immer darauf verlassen kann ich mich nicht. Und das war's mit dem Level. Ja, nee, wir haben sogar auch alle Artefakte jetzt eingesammelt. Das ist ja super. Schön. Outfits und Reliquien. Da haben wir zum Beispiel jetzt ein Outfit bekommen für ihren Kleiderschrank im Schlafzimmer. Ja, natürlich speichern wir das. Und wir machen mal einfach einen neuen Spielstand. So, okay. Super. So. Das Grab von Qualopec. Unser erstes Grab, was wir anscheinend hier bald sehen. Ein Kontrollpunkt. Sieht nach Pfeilen aus, die aus der Seite kommen. Mal schauen, was hier so passiert. Kann ich mich da auch anhangeln? Nein. Gut. Halt dich mal fest. Okay. Man, solange hier nichts passiert, habe ich jetzt hier nicht so viel Angst. War nur mit dem Springen an der Stange gerade doof. Kannst du dich mal ordentlich festhalten? Warum hält sie sich denn immer nur mit einer am Arm gerade fest? Und noch ein bisschen nach links. So. Ja, du stehst irgendwie doof. Super. Ich hoffe, da unten. Ich hoffe, da unten war jetzt nichts. Was ich hätte einsammeln müssen. Denn dann habe ich keine Ahnung. Hallo? Mit so einer coolen Maske hier. Okay. Ja, wo geht's denn jetzt mal hin, wenn ich jetzt hier noch... Okay. Oh, ich dachte, da kommt jetzt noch was hinter mir her. Okay. Alles klar, da unten liegt was. Es sieht aber trotzdem nach Kampf da unten aus. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst, runterzugehen. Will ich hier überhaupt runter? Ich weiß nicht. Wenn jetzt hier ein Bär kommt... Oh Mann. Okay. Geht ja noch. Oh, hier ist im Hintergrund voll das Unwetter auch gerade. Ist das bei euch auch so? Wir haben hier voll Regen und Stürme und so. Ja. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Hier gibt es irgendwie einen Mechanismus. Ich schätze mal, die Dinger sollen nach oben. Und vielleicht kann ich dieses Teil irgendwie da drunter schieben. Wäre eine Idee. Aber wie kriege ich den hoch? Ach, das kann ich verschieben. Ach so. Das heißt, ich kann es dahin schieben, wo ich nicht rankomme. Wie zum Beispiel hierhin. Können wir ihr schön auf dem Hintern gucken. Aber darum geht es gerade nicht, sondern ich muss hier irgendwie das so hinschieben, dass sie da auch raufspringen kann. Aber das ist ein bisschen weit weg, ne? Von der einen Seite gerade. Mache ich mal so. Und der ist dafür da, dass ich überhaupt wieder hier hochkomme.
Sonst komme ich hier gar nicht mehr raus aus der Kuhle. Ich mache mal erstmal nur eine Seite, dann komme ich auch nicht durcheinander, wo ich schon war. Aber wenn du da auf den Steinblock kannst, dann... Wozu brauchst du dann noch die Kiste? So. Okay. Wo habe ich das jetzt hingeschoben? Hierhin. Das ist nicht nah genug dran, glaube ich. Das ist... Nein! Nicht nah genug dran. Wäre das nah genug dran, komme ich dann aber von dem einen noch zu dem anderen? Wir werden es herausfinden. Möglichst schnell, hoffentlich. Ich mag diese Kletterpartien und das alles eigentlich ziemlich gerne, auch diese Rätsel, aber für ein Let's Play, da versuche ich mich natürlich auch zu beeilen. Nein. Gut, dass sie hier aber immer so rüberschlittert. Sie ist aber hier schon knapp eigentlich hingesprungen. Also wenn ich den jetzt noch näher ranschieb, keine Ahnung, wie das zu schaffen ist. Ich könnte ja auch eigentlich beide nehmen. Nicht Dummerchen. Moment, kannst du beide nehmen? Den kann ich nicht verschieben. Aber den einen anderen? Den ja. Aber, hä, aber hier ist doch angezeigt, dass ich das kann. Warum kann ich denn dann das hier dreiecken? Wie merkwürdig. Hm, vielleicht von der anderen Seite oder so? Schieb! Schieb! Okay, will sie nicht. Dann nicht. Ich glaube nicht, dass sie den Sprung schafft. Es ist jetzt mega weit weg. Oh, aber ganz knapp. Ganz knapp. Ja, und warum hältst du dich dann nicht da fest? Also jetzt steht's doch wirklich gut. Wenn sie sich schon mit einem Arm nur noch festhält, dann kann das Ding nicht weiter weg. Vielleicht ist das aber auch eine falsche Logik von mir hier gerade. Ich weiß es nicht, aber warum hält sie sich da jetzt nicht fest auf der anderen Seite? Ja. Was soll das? Was soll das? Dann doch hier auf die Seite erst zuerst, oder was? Weil da willst du ja anscheinend nicht. Ja, dann nicht. Ich hab's perfekt hingestellt gehabt und du machst alles wieder rückgängig. Ja, dann nicht. Bringen wir es eben dahin. Fange ich eben da an. Ich hoffe, das geht da wenigstens. Du bist noch nicht fertig. Steht das Ding gut? Ach ja. Ich würde ja jetzt hier voll spannend kommentieren, wenn ich wüsste was. Aber es ist nun mal erstmal so eine Stelle. Dann die Nische könnte ich auch. Bringt mir das denn was? Keine Ahnung. Ach so, hier komme ich aber hoch. Na dann. Hallo? Okay, hier waren wir noch nicht. Schrotflintenmunition. Hauptsache, wir kommen weiter. So, jetzt geht's hier richtig ab mit Pfeilen und so. Aussieht. Im Moment klappt es ja noch ganz gut. Kann ich mich hier einen runterlassen? Oder was? Ja, kann ich. Sehr gut. Und nun? Ich weiß gerade nicht weiter.
glaube, ich soll doch nach oben. Ich weiß gerade nicht, wo lang. Das schafft sie doch nicht darüber. Ach so, hier rüber. Okay. Das habe ich nicht gesehen, dass hier so eine Leiter ist. Okay. Cool. Geschafft. Und jetzt? Yeah. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier im Kreis rum, aber ich bin richtig hier, oder? Hm. Alles heil überstanden. Das lief ja ganz gut eigentlich. Mhm. Bin ich hier? Liegt da unten noch irgendwas, wo ich hin muss? Wo soll ich jetzt lang? Ich soll einen Hebel betätigen. Dafür muss ich doch aber bestimmt runter, oder? Oder? Hm. An die Säule hier. Schafft sie das? Hier hoch und dann an die Stange? Ja, das schafft sie. Sehr gut. Wunderbar. Läuft eigentlich ganz gut. Kann sie jetzt da einfach an den Hebel ranspringen? Ja. Dann hat man schon mal ein Tor geöffnet. Alles klar, wir sollen hier die Tore nacheinander öffnen, damit wir auch weiterkommen. Ich warte schon auf die Monster. Ganz ehrlich. Es geht auch noch weiter nach oben, sehe ich gerade. Hm. Wie... Einfach mal runterlassen. Es ist ein bisschen... Irgendwie möchte ich noch nach ganz oben, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich gerade zurück möchte. Und dann möchte ich, genau, ich möchte nach oben mal klettern. Aber zu weit geht ja nicht, dann kann sie nicht mehr hangeln. Und die Frage ist, wo will ich überhaupt hin? Denn da war ich schon. Die rechte Seite wäre halt mal ganz cool. Aber wo, ich meine, wozu, ne? Kann sie hier an die Säule, aber wozu? Wozu ist denn diese Säule eigentlich da? Damit man einfach hier rüber kann auch. Zwischendurch. Hm. Oder täusche ich mich, man kann gar nicht nach oben. Aber hier ist doch... Wir waren ja auch da oben. Dann mache ich das auf demselben Weg wie gerade eben. Dann komme ich auf jeden Fall nach oben. So, schon mal besser als vorher. Geht's denn noch weiter nach oben? Nee, geht es gar nicht. Ja, dann haben wir ja alles hier gemacht, oder? Kannst du hier nicht stehen bleiben und klettern? Ich glaube, sie kann auf diesen morschen Dingern immer gar nicht klettern. Es sieht nur immer so aus. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Hier ist ja anscheinend nichts, oder? Ich wollte mich halt nur nicht getäuscht haben. Dann muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ist ja aber auch blöd, oder? Gibt keinen besseren Weg zurück. Irgendwie doof. Yeah. Voll die coole. Oh. Ach, hier sind jetzt aber andere Fallen. Nee, dann ist das schon richtig, was wir machen, weil es war vorher nicht so. Ich speichere mal. Mhm. Alles klar.
Jo, alles klar, Raptoren sind wieder am Start. War ja klar, dass irgendwann mal wieder hier diese scheiß Viecher kommen mussten. Und dass man immer diesen Weg jetzt wieder zurückklettern muss, ist so ärgerlich. Man freut sich so, dass man das geschafft hat. Und dann so, nein! Scheiße, jetzt muss ich den Raptor bestimmt auch nochmal machen. Oh Mann, es hätte so ein guter Ding. Ja, lass es. Sind beide aufeinander. Das war jetzt cool irgendwie. Komm her. Okay. Läuft ihm hier in der Enge immer nicht so pralle, aber naja. Und jetzt muss ich hier nämlich wieder auf die linke Seite rüber, ne? Bestimmt. So. Ah. Nervig ist das hier. Das Speichern bringt mir auch, glaube ich, gar nichts. Muss mich immer hier so eben mal konzentrieren, dass ich das auch wirklich schaffe. Okay. Wir haben auch immer noch gar keine Schrotflinte und so gefunden. Wo ich mich immer frage, ja, finden wir die denn noch? Weil wir sammeln so viel Munition ein. Das wäre jetzt auch toll. Ganz klasse, Lara. Ich glaube, wir sollen aber auch hier wieder nach unten. Aber ich muss mir mal einen Überblick verschaffen, was jetzt als nächstes kommt. Und es ist auch, ich hoffe. Wird es mir hier irgendwie angezeigt? Hier war ich jetzt schon. Wie kann ich mir das merken? Vom Gesicht aus links waren wir schon. Weil ich muss das Ding ja unten wieder verschieben. Ich muss irgendwie damit noch auf die rechte Seite kommen. Das machen wir aber am nächsten Part. Und dann gucken wir mal. Es muss hier sogar noch einen Weg geben. Irgendwas, womit wir das dritte Tor vielleicht sogar öffnen. Da oben könnte man. Hier rechts könnte man auch noch mal hochklettern, sehe ich gerade. Ja. Okay, ja. Und dann könntest du hier um die Ecke und ich, ach, weiß ich auch nicht. Wir sehen das im nächsten Part. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.